Und somit haben wir wieder Rejaxilan verteidigt, erneut. Ja, ist ja auch ehrlich gesagt nicht unbedingt schwierig. So, das haben wir für nächste Runde gemacht. Oh, Tlaxcala. Okay, keine Armeen von da kommen jetzt mit. Nächste Runde würde ich sagen, machen wir, ne? Wobei, warte mal. Das haben wir doch noch. Ein da. Sogar ein Familienmitglied dabei gewesen. Schön. Alles klar. Das lief gut. So, hier können wir übrigens mal die neue Armee fertig machen. Schöne neue Armee für die da unten. Hier oben schicken wir auch schon jemanden runter. Und hier oben auch nochmal zwei Stück. Das wird schon. Na, guck mal, dann kämpfen wir auch auf freien Fuß. Das ist doch schön. Tikal hat gerade links, wie ihr seht, die Armee rausgeholt. Das können wir auch gleich machen. Sehr nice. Das ist ja wohl zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Wenn wir das nicht schaffen, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Oh, schon wieder Nebel. Ganz schön oft nebelig hier, jo. Aber es reicht, wenn wir wieder unseren General mit den Truppen hier ganz hinten aufstellen. Das dürfte reichen. So, dann mal bitte dann hier die Donner. Krieger. Ja. Was ist denn mit denen passieren? Die Sonne war nicht mit rein. So. Die 1 und die 2 kommt bitte einmal hinten rüber. Wow, Alter, das sind ja gar nicht mehr viele. Oh, man. Here we go. Wir schaffen also noch mehr Schweine zur Jagd dabei. Lasst sie ruhig. Auch diesen werden wir nachstellen. Okay, die wollen tatsächlich meine Donnerkrieger haben. Die wollen meine Donnerkrieger, alles klar. Dann werden wir uns vorerst mit den Donnerkriegern hier drauf beschäftigen. Auf die hier werden wir uns erstmal kümmern dann. Weiß, ja, wobei jetzt wollen sie anscheinend mein General wieder. Wir rennen mal nach oben mit denen. Damit die nicht so schnell da dran sind. So, und mit den Bogenschützen laufen wir hier hinterher. Ja, gut. Ein bisschen aufräumen. Läuft ja gar nicht so scheiße. So, die führen gleich zusammen in eine Truppe. Das ist okay für mich. Da war auch schon genug draufgegangen. Das passt. Guck mal. Ich mache auch gerade noch meine Aufstellung hier. Ja? Schön, schön. Ja, jetzt mal nochmal. Zack. Und bitte den Rest nochmal überrennen da. Sehr schön. Nur noch wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht. Sehr schön. Vor unserer gewaltigen und jetzt noch die hier. Und die Flucht ergreift. Einzig Witwen und Wehklag sind's, die Witwen und Wehklagen. Die Geister sind auf unserer Seite. So, dann lass nochmal den Rest hier. Also komm. Gut für unsere Krieger. Da sind doch echt nicht mehr viele, komm. Blut vergossen. Na, die kommen aber recht schnell ran, ne? Die Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Na gut, komm, was soll's. Das Blut unserer Feinde fließt in Strömen. Bald schon. Ihr habt euch ja gut hingestellt, ey. Und damit euch. Ja, die haben wir doch wohl. Mach mal weg. Sehr schön. Haben den feindlichen Anführer gefasst. Nice. Die Leute werden sich wohl kaum auf einen Hand. Seht nur, wie der Feind vor unserer gewaltigen Macht erzittert und ja, das kann man so beenden. 144 Mann. Verloren, auch eine gute Statistik. Also dann haben wir die nächste Stadt. Gut, hier wird ein Angriff geführt, davon bin ich ausgegangen, dass das passiert. Wahrscheinlich mit den drei Truppen dann da, ne? Nee, nur mit den zweien, okay. Das ist ein Familienmitglied. Ich von Izamal. Ich sag mal so, machen wir euch platt, ne? Ja, heißt er, wie hieß der Gaggi, der Gnadenlose? Gaggi? War das Gaggi? Keine Ahnung, auf jeden Fall der Gnadenlose. Und so werden wir jetzt auch kämpfen.
gnadenlos. So, wir reden jetzt hier von einer größeren Armee wieder. Sprich, unser General wird wahrscheinlich erreicht werden von den Truppen. Relativ schnell. Also wir werden gleich mit dem dann wieder die Tour de France machen, sage ich mal. Oh, wir haben sehr viele Bogenschützen in diesem Ding, ne? Überlegt man sich schon fast daraus irgendwie nur zwei Armeen sogar zu machen, ne? Shit, das sind viele. Aber wird schon gut gehen. Aber Verstärkung ist noch gar nicht da. Da würde ich das so machen. Das sind nicht viele. Da würde ich da mit den Donnerkriegern raufgehen. Und die wollen, glaube ich, sowieso meine Bogenschütze dazu sehen. So, weil die Beifeile würde ich dann tatsächlich irgendwie gerne für ihr Hauptarmee haben. Unsere Feinde schaffen also noch mehr Schweine zur Jagd dabei? Lasst sie durch. Auch diesen werden wir nachstellen. Sie haben sich umgewendet oder abgewendet von den Bogenschützen. Machen wir jetzt Folgendes. Könnt schon mal herkommen. Und lasst euch ruhig beballern, gar kein Problem. Nee. Bin ich nicht so ein Fan von. So. Dann ballert mal. Oh yes. Oh, aber es sind auch sehr viele Bogenschützen. Würde mich wundern, wenn nicht so viele auf einmal umfallen. Oh yes, oh yes, oh yes. Fügt euch gern zusammen, das sind eh nicht mehr so viele da. Habe ich jetzt mit weniger ein Problem. Ah, ganze Salven. Da sind noch viele Truppen, das muss man sagen. Sind natürlich noch viele. Okay, die scheinen stehen zu bleiben. Warum auch immer. Unser General läuft jetzt bitte weg. Ja. Ja, die Scheiße ist halt mitten im Urwald drin, ne? Die Truppe, das ist ein bisschen Abfuck. Die wollen wieder mein General, wa? Er ist wieder soweit. So, den Anführer haben wir, das ist immer schön sowas. Seht nur, wie der Feind vor unserer gewaltigen Macht erzittert und die Flucht ergreift. Ich sehe gar nichts. Also ich sehe literally gar nichts. Und ich würde sagen, rauf da. Der Gegner hat viel Blut. So, rauf da weiter. Nur noch wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Ja, meine Bogenschützen brauche ich jetzt halt nicht, ne? Warten zu lassen, das bringt ja nichts. Sehr schön. Und den anderen Hauptmann haben wir. Ah ne, das dürfte dann noch der General gewesen sein, richtig, ne? Nein. Ja, auf Gied mal bitte. So ist das richtig. Die Geister sind auf unserer Seite. Sehr gut, sehr gut. Das läuft sehr gut, ja. Was ist hier oben? Irgendwelche Reste. Ja gut, hier sind wirklich Reste, das ist auch okay. Ja, da fliegen sie nämlich. Also ist das jetzt wirklich nur das, der allerletzte Rest hier drin. Sehr schön. Ja, das muss ja hier nicht sein. Oh, grausame Geister. Ja. Wie viele unserer Krieger mussten ihr Leben lassen? Sehr schön. Oh, der eine kann auch noch angreifen. Sehr schön. Dennoch 1000 Mann verloren. Ah, es war schon viel. Das war schon leider sehr viel. Aber damit ist TK jetzt frei. Na, so gut wie die haben direkt hergestellt. Ah. Also ich habe eine Idee.
Dann machen wir das mit der Armee. Ich bin nochmal einen Bodentrupp da rein. So. Das sieht ja machbar aus für um Tikal einzunehmen. So, die Armee, die hier drin ist, gut, die ist mega am Asak, da, die kann ich nicht weiterschicken. Okay. Guck's mal, oh, das ist so eine große, noch nice Armee. Das ist so ärgerlich. In mir steckt der Geist des Todesgottes. Nee, hier, ich wollte den da. Ah, 66% schien mir viel. Jawohl. Bei Sonnenaufgang fort, Anführer. Mächtiger Anführer. Wir können jetzt auch gucken, langsam, wie ich das hier bei den Azteken hier unten reinstechen, ne? Großer Anführer. Jawohl, der mächtige Anführer. LOL. Hinterhalt. Wir konnten sie nicht aufhalten. Ja, da habe ich nicht gerechnet. Erteilt mir einen Befehl. So, runter. Ja, mächtiger Häuptling. Mächtiger Häuptling. Hm, dann stellen wir es mal hier hin. Wir gehen bei Sonnenaufgang, großer Häuptling. Na, du kannst hier oben lang gehen. Du bist schnellerer wie ich. Ist wurscht. Okay, habe ich nicht hier oben noch eine Armee gehabt? Oder ist die schon hier unten? Ist die doch gar nicht her. Wo ist die denn hin? Ich blende oder habe ich die schon? Ich habe die schon runtergeschickt. Habe ich noch nicht mitbekommen. Ah, kann ja sein. So, dann stellen wir jetzt noch wieder was her. So. Machen wir wieder eine Armee fertig. Wir können es uns ja leisten. Okay. Sehr schön. Noch ein paar Waisen herstellen. Ah, geht das noch nicht, aber hier. Zack. Aber sehr viele Waisen hier drin, Uffe, Alter. So, großer Geist muss jetzt hier schnell verbreitet werden. Das dauert mir sonst alles too long. Der ist auch schon 44% lübt. Der lübt doch. Guck's mal, so eine große Armee. Die würde ich gerne nach Chichen Itza direkt weiterschicken. Das wäre so lecker. Oh. Das gucken wir uns erstmal an, was da passiert. Da kann man nicht mehr fortbilden. Aber sowas von. Oh, die kann man auch was herstellen. Das, die haben gerade die Pest, da lohnt es sich nichts, irgendwas zu machen. So, und hier nochmal bitte. Wunderbar. Nächste Runde würde ich sagen, ne? Also, dass hier Tikal dann nicht mehr mit der größeren Armee versucht zu verteidigen, das ist ja schon wieder... Na gut, ich habe nichts dagegen. Eure Hauptstadt nehme ich immer wieder gerne. Mein Häuptling wird sich dann demnächst auch um die nächste Stadt kümmern. Das wird schon alles. Okay. Wieder nebelig. Nice. Da sind aber nicht so viele Truppen. Die dürften eigentlich wieder nicht zu meinem General kommen. Vom Ding her. So. Ja, die Armee hat schon lange keine Fortbildung mehr gesehen, sage ich mal. Alle sehr geschwächt. Aber es reicht auf jeden Fall für die. Das kann man nicht anders sagen. Unsere Feinde schaffen also noch mehr. Und Verstärkung ist direkt am Anfang dabei. Das war in Ordnung für uns. Auch diesen werden wir nachstellen. Laufen wir schon mal weg, schaffen wir uns ein bisschen Zeit. Ah, stimmt ja, die laufen jetzt ja weg. Dann laufen die jetzt auch schräg hier. Weißt du was? Dann können die sich schon mal hier um die Armee kümmern. Unsere wagemutigen Krieger haben den feindlichen Anführer niedergestreckt. Seht nur, wie der Feind vor unserer gewaltigen Macht erzittert und die Flucht ergreift. Das waren alle. Und der Truppe. Widmin und Wehklag. Wir müssen hier ein bisschen
Genau. Und bitte mal von hinten agieren. Und nachziehen. Man kennt das Spiel. Die wagemutigen Krieger haben den feindlichen Anführer niedergestreckt. Jetzt werden seine Soldaten vor uns schlottern. Eine Hauptstadt war noch nie so einfach einzunehmen. Wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Seht nur, wie der Feind selbst die Götter. 17 Mann verloren. I take it anytime. Ein stolzer Triumph für unser Volk. Na, guck mal, doch nicht. Wir werden doch noch nicht in Ruhe gelassen. Na gut. Das ist dann doch schon wieder ein bisschen mehr, aber es zu schaffen. Ein Familienmitglied haben wir dabei. Alles klar. Das könnte jetzt interessant werden, Jo. Das sind nämlich jetzt wirklich ein paar mehr. So, die Armee werden wir hinten hinstellen. Ist mir echt egal, wie wir das machen. Den General werde ich erstmal hier hinstellen und zur Not laufen lassen. Ne? Und dann machen wir jetzt hier wieder neu mehr. Mit ein paar Truppen zusammen. Ups, 1 und 2. Ah. Unsere Feinde schaffen also noch Schweine zu. Ich habe, glaube, ich habe es jetzt schon gesehen auf der Karte. Es kann nicht wahr sein. Ihr seht ja, wo die gespawnt sind. Genau hinter mir. Du musst laufen, mein Freund. Und ihr lauft auch mal. Und zwar ganz, ganz schnell. Okay, die ändern sich jetzt ihren Kurs. Ja, wobei. Die Schlacht verläuft zu Ungunsten unserer Krieger. Wir müssen handeln, sonst erwartet uns ein finsteres Schicksal. Weißt du was, die können weiter da beballern. Hier gehen wir schon mal nach da hinten. Weil das schaffen die ohne Probleme. Der Gegner hat viel Blut vergossen. Ah. Nur noch wenige feindliche Krieger stehen noch auf. Der feindliche Häuptling flüchtet vor unseren Kriegern. Bringt ihn und sein. War, glaube ich, eh nur ein Hauptmann. Wenn ich mich hier erinnere, ein Hauptmann juckt ja nicht. Hier ist er. Der ist Familienmitglied drin. Genau da. So. Haben wir die alle geschafft? Oder ist hier wieder einer abhanden gekommen? Einer ist kurz abhanden gekommen. Die holen wir kurz einmal auf. Wir schießen die noch einmal und dann war es das auch, denke ich. Seht nur, wie der Feind vor unserer gewaltigen Macht erzittert und Nein. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Nein, das ist ja ewig nicht passiert. Und warum denn jetzt? Oh, wir sehen uns sofort wieder. So, da bin ich schon wieder. Das hat jetzt nur 5 Minuten oder sowas, sage ich mal. Jetzt zurückgespult. Sprich, wir machen jetzt die nächste Runde wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich alles gemacht. Hoffentlich haben wir alles hergestellt hier. Ja, stellen überall her, passt schon. Oh, jetzt wird plötzlich Ux mal angegriffen. Okay, die Runde verläuft jetzt anders. Na dann. Aber unten wird Tikal sowieso angegriffen. Genau. Und dann müssen wir das dann nochmal verteidigen. Ihr kennt das. Also wir müssen die Schlachten jetzt nochmal machen. Ja, exakt nochmal. Ach, nee. Weil da frage ich mich jetzt, ob ihr das überhaupt nochmal sehen wollt. Aber weißt du was, ich hau's jetzt einfach mit rein. Ansonsten könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das dann übersprungen haben wollt oder ob ich das dann jedes Mal gerne auch zeigen kann, dass gar kein Problemchen ist und so. Das könnt ihr mal machen. Das ist jetzt ja mal totaler Abfuck. Mal wieder hier, ey. Ach, Mann, Mann, Mann. Und einmal hier nochmal. Wird halt jetzt exakt das gleiche nochmal stattfinden wie eben, ne?
Feinde schaffen also noch mehr Schweine zur Jagd dabei? Lasst sie ruhig. Auch diesen werden wir nachstellen. Nee, warte mal, ich bin gerade verwirrt. Das ist richtig, ja. Aber die 1 sollte dann hier die angreifen. Da habe ich vercheckt. So. Hallo, Rentier? Die wollen eure Ärsche. Hallo? Na, gucken, wie viel wir machen können, bevor die sich zusammenschließen. Ah. Einmal wieder nachrücken. Wieder auf die Donnerkrieger, ja? Oh ne, doch nicht. Ich verstehe noch nicht ganz, was das jetzt hier soll. Wollen die sich erstmal zusammenschließen? Glaube ja, ne? Nur dann. Kann man da ein bisschen in den Rücken fallen. Krieger haben den feindlichen Anführer niedergestreckt. Der Gegner hat viel nice. Also noch wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Okay, die wollen meine Donnerkrieger. Oder mein General, das würde auch noch Sinn ergeben. Na, die wollen mein General. Alles klar. Mit der Tastatur hier durcheinander. Die Geister sind auf uns. Wie wollt ihr euch denn jetzt schon wieder aufstellen, ey? Da kriegst du doch schon wieder die Krätze, ey. Mann. Noch wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Oh, das ist eine knappe Geschichte, yo. Sehr schön. Unserer gewaltigen Macht erzittert und die ein Ansturm kann auch manchmal was Sinnvolles sein. Unsere Feinde fließt in Strömen. Bald schon werden sie fliehen. Der feindliche Heu selbst die Götter unserer Feinde. So, die Schlacht schnell gemacht. Das kommt noch beides in die Folge auf jeden Fall rein. Das wäre ja wohl gelacht. Oh lol. Diesmal haben sie auch keine Verstärkung geschickt. Na dann.